Oh, fuck the hell, yes. Also irgendwie sieht dein Dean recht schnicker aus. Ja, es ist nett designt. Ja, doch, muss ich sagen. Aber es scheint, wenn wir die mit Krabbengang angreifen, dann werden die nicht, kommen die nicht in diesen kurzen Stand, wo man sie nicht mehr angreifen kann. Das Beste ist, das Schwert hat eine Chance auf One-Hit-Kill. Also, warum nicht? Ein Engelfisch. Hi. Der macht wahrscheinlich gar nichts für uns. Ja, egal. Ja. Willst du nicht mal vernünftig draufhauen? Ja, aber die Chance, dass dieser One-Hit-Kill kommt, scheint auch verdammt arschig gering zu sein. Also dafür, dass er mir gerade beim ersten Mal direkt passiert ist, ist er wirklich gering. Ja, es ist ein bisschen komisch. Boah, die Monster hier, die sind alle am Rumschen. Ach, das sind Quallen. Nee. Matarochen. Matarochen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also Die ganzen Monster hier, ne, die sind einfach nur nervig, weil sie relativ schwer zu bekämpfen sind, weil sie alle verdammt miese Moves drauf haben einfach. Ja, 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 und dann läuft's doch noch so befeuert. Ja. Sag mal, ist da ein Baum gewesen? Unterwasserpflanze, nehme ich an, weißt du? Oder ist da aus wie ein Baum mit Äpfeln? Egal, wir werden später sehen. Richtig. Ich find's immer so toll in diesem Spiel übersetzt oder überhaupt. Oder ob das auch in der japanischen Fassung so war, dass einfach gesagt wurde, du hast eine Meerjungfrau befreit. Aber da ist ein ganzes Haus gerade gekommen. Oh, eine Meerjungfrau halt. Mhm. Meerjungfrau, Mann, ich bin da. Die so fett? Die sehen, ja, die sehen nicht gerade sehr weiblich aus von hinten. Halt Schwanz. Oh. Was denn? Das macht mich irgendwie voll wirr, wenn ich weiterhin auf diesen Wasserstrom schaue. Nee, ich weiß, was du meinst. Nein, jetzt kriegst du auch noch Schluck auf. Ich hab einfach mal so einteilige Schluckäufe. So einmal ein Schluckauf. Oh, verdammt, ich muss das festkleben. Mein Herz hat. Ich hab noch Panzertape hier liegen. Soll ich vorbeikommen? Ich bin in 15 Minuten mit dem Rad da. Ja, doch nicht. Ja, nur ein Angebot. Angebot? Ja. Du nur durchschmarotzen. Warum? Ich weiß nicht. So bist du halt. Noch hab ich nichts vor. 300 EP. Wollten wir nicht sowieso mal wieder was zusammen machen? Irgendwie schon vor 2 Wochen oder so? Wieso? Ich bin noch letzte Woche vorbeigekommen. Genau letzte Woche Mittwoch. Ja, wir wollten eigentlich die ganze Zeit PS3 spielen, aber irgendwie haben wir dann doch nur Magic gespielt. Ich dachte, kommst du zum Magic-Karten da, zum Kartenkloppen vorbei? Nee. Ich komm vorbei, um Spaß zu haben. Wenn du verstehst, was ich meine. Mich leiden sehen. Ja, das auch. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, cool, hier ist der Weg zurück. Haben wir hier alles eigentlich erledigt? Was? Nein. Ist mir aber gerade egal. Jo, wir sind... Oh, es regnet, die Erde wird nass. Also schön dargestellt, einfach ein paar Striche. Ich hab gerade irgendwie aus irgendeiner Gewohnheit wegen dem ganzen Mega mit Zocken nochmal ein Safe State angesetzt. Das war nicht ganz das, was ich geplant habe. Was ist denn das denn? Ach, das ist mit deinem Donnerring, ne? Richtig. Oh, ich hab ein Deck. Komm, 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 komm. Yes. Oh, 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 oh. Call me Mr. Lame. Ich will ja nix sagen. Was willst du nicht sagen? Ja? Aber ich glaube, dein Internet kackt ab. Sagst du? Wieso?
Weil ich gerade Standbild und Lex habe. Oh. Ja, dann mache ich hier einen kurzen Cut. Jederzeit. Oh, siehst du, jederzeit bereit. Ich habe einfach schon mal auf Aufnahmen gedrückt. Hahaha. Du Arschloch. Ich weiß. Ich hab das immer noch nicht von Öl umgewechselt, dass ich mit Bier aufgenommen habe. Ich werde es glaube ich auch nicht mehr machen. Ja, wir haben den Fisch hier oben. Wir schlagen Fische. Und ich werde die Aufnahme abbrechen, so wie Angies Pizza da ist. Hat sich nämlich Pizza bestellt. Ja, ich hab Hunger. Dann habe ich hier auch keinen. Meine Mutter hat versucht, heute Gulasch zu kochen und irgendwie war das mehr Wasser als Gulasch und mit 3 Stücken Fleisch, ne? Keine Ahnung. Das war doch, 3 Stück. Du weißt doch, Angie, nicht übertreiben. Die Zutaten waren teuer, Mario. Komm schon, yes. Okay, wenn man dieses Magie-Flair-Teil richtig einsetzen kann, es doch ganz gut Schaden machen, aber das dauert zu lange. Nee. Oh, fick dich. Ah! Ah, scheiße. Boah, ich weiß nicht, was diesen Vogel gerade getötet hat, aber ich bin ihm aber dankbar. Boah, ist das nervig. Eine Meerjungfrau. Von der Seite, Angie. Ja. Irgendjemand hat mich gerade in Skype angeschrieben. Ach so. Jetzt wohl gerade gemutet. Aber wenigstens passt das ganze Regen hier zum heutigen Wetter hier in meiner Stadt. Es regnet und es ist einfach nur humid. Humid heißt übrigens so schwül, ne? Ja, nämlich Luftfeuchtigkeit. Quasi. Ja, Luftfeuchtigkeit. Ja, mir fehlt zum. Ich fehlt gerade der Co-Kommentator, irgendwie merke ich gerade. Drauf eingestellt. Naja, ungefähr fahren wir hier weiter Steinschuh. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal einfach mal einen Cut gemacht. Hat man wahrscheinlich überhaupt nicht gemerkt. Eigentlich doch. Aber die letzte Aufnahme hier liegt für mich schon einige Tage zurück. Ich mache gleich noch eine vernünftige Begrüßung. Wenn ich mal hier nicht ganz dumm anstelle. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soul Blazer. Den ersten Teil der Reihe von Soul Blazer, Terra Enigma. Egal. Auf jeden Fall einer der erste Teil in der Reihe. Heute spiele ich auch mal dieses Spiel weiter. Ich habe gerade mal Lust, das Spiel aufzunehmen. Ich werde jetzt eine kurze Session machen. Ich habe gerade einen Fehler begangen, das ist ja egal. Wir freuen einen Delfin. Arr. Das war ein Otter. Ja, ich weiß. So gut, die Steine sind nicht respawned, wie ich gerade befürchtet hatte. So, und jetzt haben wir das hier clear. Ich weiß nicht genau, was das soll, weil man sowieso gegen diesen Vogel kämpfen muss. Beziehungsweise gegen die Vogelmonster, die da sind. Naja, finde ich es jetzt nicht so sinnvoll. Ich glaube, hier musste ich jetzt. Mach ich den damit eigentlich schaffen, wenn ich das Ding voll aufgeladen habe? Ja, unendlich nichts. Wir müssen, glaube ich, hier in die Nähe kommen. Da kriegen die massig. Oh, die haben fast. Die haben so viel Leben wie wir. Holy shit. Yes. Everything went better than expected. Yes.
wir bekommen einen Speicher, den es ein paar IP gibt. Ja, richtig. Oder auch nicht. Nein, sie gibt uns einfach nur eine Info. Ich habe jetzt nicht vorgelesen. Das war natürlich mal wieder super. Ich skipp das einfach jetzt gerade mal. Letzte Aufnahme, die tut mich schon ein bisschen was für mich zurück. So viele Together-Aufnahmen gemacht. Mit jemand anderem. Aber ja, selber reinkommen, was alleine zu machen. Ja, und da ist der letzte Affe auch gefallen. Yep. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich die vierte und letzte Meerjungfrau-Statue. Yep. Und die würden es wahrscheinlich jetzt. Die hat eine leise Stimme. Ich werde den Weg frei machen. Kehre zu mir zurück. Und die würden es wahrscheinlich jetzt auch den Weg in das. In den letzten Teilabschnitt dieses Gebiets geben. Wo wir dann auch schon endlich mal. Richtung Boss kommen. Wie soll er wieder in den Pilzpyramiden? Wenn du den Donnerring kriegst und sie berührst, wird der Meister bitte vom Himmel kommen. Lass uns alle Monster zerstören. Möchtest du zum Palast auf dem Meeresboden zurückkehren? Zurück. Nun gut, viel Glück. Ja, danke. So eine aufmunternde Aussage. Eine Stimme kam aus den Wolken. Dean, wie kann ich dir helfen? Ich werde deinen Fortschritt aufzeichnen. Ist das okay? Aufzeichnung beendet. Du hast jetzt ein Safe State gesetzt. So. Ich werde den Weg frei machen. Geh über den Meeresboden. Du wirst ein Geisterschiff finden. Bam, bam, bam. Wir haben stolze Level 12. Wird auch mal den Donnerring mal wieder gegen die Heilkräuter. Oh cool, wir hatten gerade nicht die Heilkräuter equipiert. Das heißt also, wäre ich gerade verreckt. Ja, ich führe den Gedanken nicht weiter fort. Shit. So, da kam fast ein Nieser. Glücklicherweise konnte ich ihn nur unterdrücken. Oh cool, die Waffen haben auch Level. Das ist ja super toll und innovativ. Wahrscheinlich leveln die gar nicht mit. Ja, in diesem Spiel benutze ich, wie gesagt, eigentlich habe ich das noch nie gesagt, aber ich werde hier Safe States bei den Bossgegnern benutzen. Doch ansonsten mal Safe States machen, falls irgendwas anderes in die Hose geht. Ich hatte ja auch schon mal so einen ganz witzigen Leck. Die Aufnahme habe ich aber verworfen. Komplett. Fast eine halbe Stunde.